Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mobile Check. Heute stelle ich euch das Samsung Galaxy S3 Mini vor, der kleine Bruder des großen Samsung Galaxy S3. Wir schauen uns an, was es gut kann, was es vielleicht weniger gut kann, was im Vergleich zum großen Samsung Galaxy S3 kann oder was ihm vielleicht auch fehlt. Das alles und noch mehr jetzt bei Mobile Check. Beginnen wir wie immer mit dem Unboxing des Samsung Galaxy S3 Mini. Wir haben ja vorhin die Verpackung. Hier unten ist der Schriftzug und darüber das Gerät an sich abgebildet. Drehen wir die Verpackung auf die Seite, sehen wir den Schriftzug noch einmal. Drehen wir weiter, sehen wir die Homepage von Samsung. Drehen wir weiter, sehen wir ein paar Daten zum Gerät an sich. Hinten drauf sind noch ein paar Hardware-Specs, doch dies sage ich euch später. Öffnen wir das Ganze und zum Vorschein kommt natürlich zuallererst das Gerät. Doch dieses kippen wir erstmal auf die Seite, denn darüber werden wir später noch genug sprechen. Als nächstes kommt zum Vorschein Garantiehinweise und Handbuch. Das hier wären die Garantiehinweise. Die kann man durchblättern, muss man aber nicht. Hier haben wir das Handbuch in Schriftform, ist sehr klein gedruckt. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr das braucht, aber ich denke, das ist alles selbsterklärend. Außerdem haben wir in der Verpackung das USB-Kabel von USB zu Micro-USB, um Daten auszutauschen oder das Gerät am PC zu laden. Des Weiteren haben wir die Kopfhörer von Samsung. Das sind In-Ear-Kopfhörer in der Farbe Weiß, sind gut verarbeitet, bieten einen relativ guten Klang und machen doch einen guten Gesamteindruck. Des Weiteren haben wir hier Aufsätze für die Kopfhörer, falls eure Ohren nicht der Standardgröße entsprechen. Zu guter Letzt haben wir hier das Ladegerät. Europäischer Standard zu Micro-USB. Der Akku war auch noch in der Verpackung, doch diesen habe ich schon als Gerät eingelegt, somit ist die Verpackung jetzt leer. Nehmen wir das Gerät erstmal in die Hand. Zuallererst fühlt es sich klein und leicht an. Das ist das Gute. Das weniger Gute ist, es fühlt sich wirklich stark nach Plastik an, wie ich finde. Aber dennoch scheint die Qualität zu stimmen. Man hat wirklich kaum Kanten oder kaum Lücken, die nicht da sein sollten. Und das macht einen guten Eindruck. Über das Design lässt sich streiten. Das ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es jetzt nicht ganz so gut. Mich stört, dass alles sehr stark abgerundet ist, aber das Display wirklich viereckig und ich meine eckig wirkt. Das sieht da nicht ganz so organisch aus, wie ich empfinde. Aber es macht doch einen relativ edlen Eindruck und man kann jetzt nicht sagen, es wäre schlecht designt. Kommen wir zu den Maßen. Wir haben hier eine Breite von 63 mm. Eine Höhe haben wir von 122 mm. Und eine Dicke von 9,9 mm. Das Gewicht beträgt mit eingebautem Akku 120 leichte Gramm. Machen wir weiter mit dem genauen Aufbau des Gerätes. Hier oben haben wir einmal die Frontkamera mit VGA-Auflösung, daneben Licht- und Nährungssensor, daneben die Ohrmuschel und darunter der Samsung-Schriftzug. Darunter befindet sich das 4 Zoll große Super AMOLED-Display mit 800x480 Pixeln. Die Pixeldichte beträgt somit etwa 240 Pixel pro Zoll. Das Display befindet sich unter einem 2,5D-Glas, das heißt, das Glas ist an den Ecken leicht gewölbt. Darunter befindet sich der Home-Button. Dieser fügt darüber mehrere Funktionen, die zeige ich euch aber später. Daneben befindet sich die Menütaste, dies ist eine kapazitive Taste, das heißt, sie wird über Touch ausgeführt. Rechts vom Home-Button befindet sich die Zurücktaste, auch diese ist kapazitiv. An der rechten Seite haben wir nichts, außer einen An- und Ausknopf bzw. Sleep- und Wake-Button. An der linken Seite haben wir die Lautstärkewippe, diese ist nicht gekennzeichnet, Plus oder Minus.
aber bietet einen guten Druckpunkt, ragt auch leicht hinaus. An der Unterseite haben wir einmal das Mikrofon und zum anderen den Micro-USB-Port, um das Gerät zu laden oder Daten auszutauschen. An der Oberseite haben wir zum einen den 3,5 mm Klinkenanschluss und zum anderen die Lasche, um das Gerät öffnen zu können. Wie das geht, zeige ich euch auch gleich. Ihr müsst hier oben mit dem Fingernagel reingehen und könnt das Gerät dann ganz leicht öffnen. Das knarzt ein wenig, aber macht kein großes Problem. Darunter verbirgt sich dann auch die Schnittstelle, um die SIM-Karte einzustecken. Und der Akku, der 1500 mAh stark ist. Und die Schnittstelle für Micro-USD. Den Speicher um bis zu 32 GB zusätzlich erweitern. Der eingebaute Speicher beträgt 8 GB. An der Rückseite finden wir dann zum einen natürlich den Lautsprecher und zum anderen natürlich die primäre Kamera. Diese schießt Fotos in 5 Megapixel und Filmvideos in 720p, das heißt 1280x720, das heißt wiederum in HD, nicht Full HD. Diese wird unterstützt durch eine LED. Darunter findet sich wieder ein Samsung-Schriftzug und sonst finden wir hier nichts. Als nächstes schauen wir uns doch mal das Galaxy S3 Mini im Vergleich zu seinem großen Bruder, dem Galaxy S3 an und schauen, was für Unterschiede uns auffallen und was für Unterschiede es tatsächlich auch gibt. Zum einen der äußere Eindruck. Dieser ist größtenteils identisch, jedoch natürlich die Größe. Diesen unterscheidet sich doch recht stark. Das sehen wir hier. Des Weiteren habe ich drei große Unterschiede, die ich euch sagen will und fangen wir an mit zuallererst dem Display. Dieser ist beim Galaxy S3 4,8 Zoll groß, ist ebenfalls Super AMOLED, genauso wie beim Galaxy S3 Mini, aber bietet eine Auflösung von 1280x720, also HD-Auflösung. Und daraus resultiert eine Pixeldichte von über 300 Pixel pro Zoll und ihr könnt wirklich keine Pixel mehr wahrnehmen. Beim Galaxy S3 Mini haben wir stattdessen ein 4,0 Zoll großes Display mit 800x480 Pixel Auflösung. Da ist die Pixeldichte nicht ganz so groß wie beim Galaxy S3, aber wir haben immerhin ebenfalls Super AMOLED. Außerdem unterscheidet sich natürlich der Prozessor. Dieser ist beim Galaxy S3 ein Quad-Core mit 4x1,4 GHz. Aber beim Galaxy S3 Mini haben wir einen Dual-Core mit 2x1,0 GHz. Auch die Kamera unterscheidet sich. Hier haben wir beim großen Bruder S3 8 Megapixel bei Foto und Full HD bei Videoaufnahme. Bei der Mini-Variante haben wir hier nur 5 Megapixel bei Foto und 720p, also nur HD bei der Videoaufnahme. Dies wären die größten Unterschiede der zwei Geräte, aber auch deswegen unterscheidet sich natürlich auch der Preis gewaltig. Soviel zum Vergleich des großen S3 und des kleinen S3 Mini. Schalten wir das Gerät ein und kommen somit wie immer zu der Hardware. Unter der Haube verbirgt sich ein Dual-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 2x1,0 GHz, der Dual-Core ARM Cortex-A9. Dieser wird unterstützt von dem Grafikchip Mali 400 und einem Gigabyte an RAM. Gefunkt wird über die üblichen Netze GPRS, Edge und HSDPA mit bis zu 14,4 Mbit pro Sekunde. Der verbaute WLAN-Empfänger unterstützt den BG- und N-Standard. Außerdem haben wir Bluetooth 4.0 an Bord. Auf dem Gerät läuft Android in der Version 4.1 Jelly Bean mit der Samsung-eigenen Benutzeroberfläche Tetris. Das wär's mit der Hardware und machen wir weiter mit der Software. Beginnen wir mit dem Aufbau des Lockscreens. Hier oben sehen wir zum einen die Uhrzeit und zum anderen das Datum. Ganz unten sehen wir Schnellzugriffe zu verschiedenen Apps, die wir selbst konfigurieren können. Entriegeln wir das Ganze mit einer Wischgeste, egal welche Richtung, wir können links, rechts, oben, unten wischen und das Gerät wird entriegelt. Außerdem können wir direkt aus dem Lockscreen die Notification Bar auf- und zumachen und auf verschiedene Sachen zugreifen. Schnellzugriffe werden wie folgt ausgeführt. Wir ziehen sie einfach in den Screen rein.
Das wäre das Wichtigste zu dem Lockscreen. Entriegeln wir das Ganze und kommen somit zur Individualisierung. Wir können mit Wischgesten durch die verschiedenen Seiten scrollen. Hier unten sehen wir immer, auf welcher Seite wir uns gerade befinden. Und mit einer Pinch-to-Zoom-Geste können wir alle Seiten auf einen Blick sehen. Auch hier können wir mit einem Klick auf eine Seite direkt auf dieser Seite landen. Außerdem haben wir die Möglichkeit hier, Seiten zu löschen, Seiten umzuplatzieren und Seiten hinzuzufügen. Drücken wir lang auf den Hintergrund, haben wir die Möglichkeit, Hintergrundbilder zu ändern. Hierbei ist getrennt Lockscreen und Hintergrundbild. Außerdem können wir Apps und Widgets hinzufügen. Ein Klick hier drauf, landen wir hier. Können hier auswählen, welche App wir platzieren wollen. Drücken lang drauf und können uns aussuchen, wo das Ganze dann angepinnt werden soll. Gelöscht wird das Ganze wie folgt. Einfach in den Papierkorb ziehen. Außerdem können wir hier unten auf Menü gehen, dann sehen wir alle Apps und Widgets auf einen Blick. Können auch hier lang drauf drücken, die App anpinnen oder eben ein Widget auswählen. Auch hier wieder lang drauf drücken und sagen, wo wir es haben wollen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Größe zu verändern und mit einem Klick auf den Hintergrund wird das Ganze akzeptiert. Hier oben sehen wir dann immer, wie groß die Widgets denn sind. 2x1, 2x1, 1x1. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Widget und wollen es hier platzieren. Funktioniert es nicht und es wird automatisch auf einer neuen Seite abgelegt. Aber wir können nicht nur löschen, sondern können auch Ordner erstellen. Einfach auf Ordner gehen, können hier eingeben, wie der Ordner heißen soll, gehen auf OK und haben einen Ordner erstellt. Das sieht dann wie folgt aus. Ein Notification Center ist natürlich mit an Bord. Geöffnet wird dieser, indem wir von oben nach unten ziehen und sehen hier Mitteilungen, diese können wir löschen, mit links oder rechts ziehen. Darüber ist die Helligkeitseinstellung und darüber sind kleine Schnellzugriffe wie zum Beispiel Ton, Sturm, Vibration oder Ton an. Zuletzt haben wir oben rechts den Schnellzugriff auf alle Einstellungen. Kommen wir zu der Funktion der verschiedenen Tasten. Fangen wir an mit dem Home-Button. Dieser bringt uns immer zurück auf den Startbildschirm. Gehen wir auf irgendeine Seite, drücken einmal drauf, landen wir auf dem Startbildschirm. Ein Doppelklick drauf öffnet die Sprachsuche. Hier können wir was reinsprechen und es wird ausgeführt. Außerdem können wir noch lange drauf drücken. Dies führt uns zum Multitasking. Mit einem Wisch können wir hier die Apps im Hintergrund löschen. Links daneben ist der Menüknopf. Lang drauf gedrückt, öffnet sich die Suche. Und rechts daneben ist der Zurückknopf, dieser bringt uns immer einen Schritt zurück. Kommen wir somit schon zum Ende des Videos und zu meiner persönlichen Einschätzung des Gerätes. Von mir eine klare Kaufempfehlung, wenn ihr ein Gerät sucht, in der Preisklasse, aktueller Status 260 Euro, dann schlagt zu. Es ist das beste Gerät in diesem Preissegment. Es hat aber nicht nur positive Seiten, natürlich auch negative Seiten. Wie zum Beispiel finde ich die geringere Auflösung des Displays und die etwas schlechtere Kamera. Aber eine Kamera bei Geräten dieser Preisklasse ist es immer noch eines der guten. Und positive Sachen sind zum Beispiel auch austauschbarer Akku und erweiterbarer Speicher. Die Qualität stimmt, die Verarbeitung stimmt, das Design stimmt, die Haptik stimmt, die Geschwindigkeit stimmt. Also von mir, wie gesagt, eine Kaufempfehlung. Und jetzt folgt noch ein Fazit zum Nachlesen, da könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Bis zum nächsten Mal bei Mobile Check.